Eine Victorinox-Alternative wieder von Sunmax? Das schauen wir uns auch heute an. Ein Low-Budget-Multifunktionswerkzeug. Viel Spaß mit dem Video. Wir haben uns auf diesem Kanal letztens erst ein Sunmax Multifunktionsmesser nach dem Vorbild von Victorinox angeguckt. Das war größer als das hier und wir sind zu der Übereinkunft gekommen, zumindest in den Kommentaren, dass ja, es zwar ja nicht unbedingt scheiße ist, aber man kann da schon was Besseres machen, gerade weil gebrauchte Victorinox ja auch sehr günstig sind und sehr, sehr lange halten. Da war zum Beispiel sowas eine bessere Alternative. Heute stelle ich euch ein Messer von Sunmax vor, die kleinere Ausführung, sozusagen eher orientiert am Supertinker etc., also an kleineren Victorinox, das mehr als einen Blick verdient hat, zumindest mehr Blicke als das letzte Sunmax Multifunktionsmesser. Natürlich findest du wie immer alle Links unten in der Videobeschreibung. Zu dem Messer hier ist momentan nicht vorrätig bei Amazon und bei Gearbest auch nicht. Das heißt, ich weiß nicht, wann es wiederkommt. Ich werde natürlich ein paar Alternativen auch von Victorinox selber unten verlinken, damit ihr euch alles angucken und vergleichen könnt. Wir schauen uns erstmal die harten Fakten zu diesem kleinen Ausrüstungsstück drin. Wir haben natürlich rostfreien Edelstahl auf allen Werkzeugen, beziehungsweise alle Werkzeuge bestehen aus rostfreiem Edelstahl. Wir haben Aluminiumgriffschalen, die leicht geriffelt sind, damit sie einen besseren Halt bieten. Ist absolut in Ordnung. Wünsche ich mir eigentlich beim Victorinox auch öfter mal so ein anderes Material. Victorinox benutzt da ja Kunststoff, soweit mir das bekannt ist. Das ganze Produkt wiegt 92 Gramm. Das ist relativ wenig. Um die Größe abzumessen, gucke ich mir wieder mit meinem kleinen Zollstock alles an. Das Messer hat eine Länge zusammengeklappt von knapp 8,5 cm, eine Höhe an der krassesten Stelle von knapp 2,5 cm mit der kleinen Kante von dem Messer da oben drauf. Ne? Und ausgeklappt ist vielleicht noch ganz wichtig. Wir haben eine Gesamtlänge ausgeklappt vom Messer von knapp 15,5 cm und die Klinge selber bewegt sich im Rahmen von 6,8 cm, ist also unter 7,5 cm und damit, weil nicht einhändig zu öffnen und unter 7,5 cm, § 42 A-konform. Darf also geführt werden, außer natürlich an sensiblen Orten. Welche verschiedenen Funktionen haben wir in dem Messer drin? Wir haben die klassische Klinge. Hauptwerkzeug. Braucht man immer. Kann man immer gebrauchen. Für die Stulle, für Schnitzen, für alles Mögliche. Hauptsache nichts Ekliges oder danach erstmal reinigen, bevor man damit seine Stulle macht. Dann haben wir ein kleines Messer daneben für absolut feinere Schnitzarbeiten. Finde ich gut. Gefällt mir. Wie gesagt, sehr nach Victorinox Vorbild. Wir haben als nächstes, auch noch meiner Meinung nach wichtig, ist die Schere. Die Schere in diesem Fall ist sehr nah an Victorinox angelehnt. Und ich muss sagen, so wie die Schere designt ist und so wie sie aussieht und so wie sie funktioniert, ist sie so nah an Victorinox dran, dass ich das, ich weiß nicht, ob das patentmäßig in Ordnung ist, ich bin da kein Jurist. Aber ich glaube, das ist nicht so geil. Also es könnte sein, dass das hier geschützt ist. Wissen tue ich es nicht, aber es ist sehr nah dran. Es ist ein ganz klein bisschen anders, weil hier der eine Griffteil von der Schere ist geschwungen. Das ist bei Victorinox nicht so. Ne? Das heißt, das kann sein, dass das deswegen durchgeht. Aber es ist schon sehr nah dran, gefällt mir natürlich deutlich besser als die Schere von dem großen Sunmax. Ansonsten haben wir nichts Aufregendes. Der klassische Dosenöffner, der in exakt den gleichen Abmaßen ist wie bei den Victorinox-Messern, den Kapselheber. Wir haben hinten wieder eine Tragefunktion, das kleine Ding hier, ein Haken zum Tragen von Dingen, die vielleicht ja, einem in die Hände schneiden könnten. Eine Nähale und natürlich den Korkenzieher. Korkenzieher immer gut. Die Nähale ist ein ganz kleinen Tick anders von der Formgebung her, als es vielleicht bei Victorinox der Fall ist. Zumindest kommt mir das so vor. Und zwar hier mit den kleinen Einkerbungen. Aber ansonsten auch relativ ähnlich. Hier hinten ist ein bisschen eckiger. Ja, ich muss sagen, es ist alles sehr, sehr nah dran an den typischen kleinen Victorinox-Messern. Und die Schere ist, glaube ich, so nah dran. Ja, mal gucken. Muss man mal genau. Das weiß jemand anderes besser als ich, jemand, der sich da auskennt mit Patentrechten. Was ich euch noch nicht genannt habe, aber was ihr natürlich auch im Thumbnail sehen konntet, ist der Preis von dem Messer. Wir bewegen uns in Kategorien normalerweise unter 7 Euro, wenn man es direkt aus China, zum Beispiel von Gearbest, Banggood, wie sie alle heißen, bestellt. Ne? Dann braucht man auch 3 Wochen. Das Ding ist aber so günstig, dass es natürlich zollfrei ist.
Bei Amazon würde das Ding dann wahrscheinlich 14, 15 Euro kosten, wenn es wieder verfügbar ist. Immer noch deutlich weniger und in meinen Augen qualitativ so nah an Victorinox dran, wie ich sonst noch kein Multifunktionswerkzeug oder Messer in der Größe, in der Art in der Hand hatte. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde das Ding absolut in Ordnung für das, was es macht. Wenn ihr ein gebrauchtes Victorinox für 5 Euro bei eBay Kleinanzeigen kriegt, würde ich immer noch das euch empfehlen, selbst wenn es 10 Jahre auf dem Buckel hat, weil Victorinox Qualität ist natürlich noch immer fast über jeden Zweifel erhaben, zumindest bei mir. Ich weiß nicht, ob einer von euch vielleicht irgendwelche Probleme jemals mit Victorinox hatte, darf er gerne mal in die Kommentare reinschreiben, das würde mich interessieren. Alle Werkzeuge tun ihren Dienst vernünftig. Die Klinge schnitzt, ist also auch absolut brauchbar. Klassischer Edelstahl, klassischer Flachschliff, da gibt es auch nicht mehr sonst viel zu sagen. Ein klassisches kleines Messer nach dem Vorbild von Victorinox. Brauchbar auf jeden Fall. Low Budget auch und kann man gut benutzen. Ich hoffe, das kleine Video hat dir gefallen. Du hattest ein bisschen Freude daran. Wie ich bereits erwähnte, alle Links findest du wie immer unten in der Videobeschreibung. Affiliate-Links, wo ich eine Provision kriege, ohne dass du mehr bezahlen musst. Danke dafür, falls du an mich denkst. Ansonsten lass dem Video ein Like da. Das hilft mir, damit das Video von YouTube als relevanter eingestuft wird. So ist das halt mit dem Algorithmus. Und ich wünsche euch da draußen noch eine ganz fantastische Zeit. Wir sehen uns bei den nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss, tschüss.